Hallo, heute gibt es von mir ein Frage-Antwort-Video. Ich glaube, ich habe schon ganz, ganz lange keins mehr gemacht. Also schon Tags, aber weniger Videos, in denen ich tatsächlich wirklich persönliche Fragen, die ihr mir gestellt habt, beantwortet habe. Und deswegen dachte ich, mache ich das mal wieder. Ich hatte euch gesagt, dass ihr mir auf Instagram und Facebook Fragen stellen könnt und Twitter sogar auch. Falls ihr mir noch nicht auf Twitter folgt oder nicht auf Facebook mit mir befreundet seid oder so, dann schaut mal unten in die Infobox. Da sind nämlich immer meine ganzen Social Media Plattformen verlinkt und dann können wir Freunde sein und ihr könnt mir folgen und so weiter. Und ich fange mal an. Ich mache das so, dass ich mir gedacht habe, dass ich so 12 Fragen beantworte und dann nehme ich 6 von Facebook und 6 von Instagram, weil ganz, ganz wenige eigentlich auf Twitter gestellt wurden. Der Akku ist leer, yay! Yeah! So, ich habe den Akku gewechselt, das heißt, es kann jetzt weitergehen und ich kann mir jetzt endlich eure Fragen anschauen. Ich fange mit Instagram einfach an. Und danke an alle, die mir Fragen gestellt haben. Also, das freut mich immer sehr, wenn ihr da mitmacht. Erste Frage ist, und ich nenne einfach mal eure Nicknames, ich hoffe, das ist okay. Machst du mal eine Roomtour? Roomtour weiß ich nicht so recht. Die liebe Vanya Kind of Rosie meinte, ich sollte mal eine Roomtour machen. Ich weiß es noch nicht so recht. Ich muss mir noch mal überlegen, weil Roomtour ist halt schon was sehr Privates, ne? Also das Zimmer mit dem Internet teilen, ich weiß nicht. Da muss ich mir das noch überlegen. Aber ich sage schon mal nicht mehr prinzipiell nein. Das ist schon mal ein Fortschritt, oder? Nächste Frage ist von Roses of May. Was ist dein Beruf? Ich bin Studentin momentan. Dann eine Frage von der Tina1194. An welche drei Orte würdest du reisen, wenn ich dir genau drei Flugtickets schenken würde? Das finde ich ist eine sehr, sehr interessante Frage. Eine sehr gute Frage. Und ich nehme mal an, drei Flugtickets. Aber die Flugtickets sind Hin- und Rückflug, oder? Weil sonst würde ich ja nicht besonders weit kommen. Als erstes würde ich auf jeden Fall zurück nach Neuseeland fliegen. Ich glaube, das kann sich jeder von euch denken. Da würde ich wahnsinnig gerne wieder hin. Dann als zweites, wenn ich schon mal da unten bin, nach Aussie, also Australien. Auf jeden Fall. Das hätte ich ja super gerne gemacht, als ich in Neuseeland war. Weil das ja nicht besonders weit entfernt ist. Also man fliegt nicht so weit und nicht so lange. Aber ich bin dann nur zwischengelandet in Brisbane, aber weiter als aus dem Flughafengebäude raus habe ich es leider nicht geschafft. Deswegen würde ich da definitiv gerne nochmal hin. Und dann ist die Frage, ob ich Fiji nehme. Da ist es natürlich super, super schön. Meine Gastfamilie fliegt ja zum Beispiel einmal im Jahr hin. Aber ich glaube, Fiji ist mir schon fast überlaufen. Da ist es sehr touristisch. Ich glaube, ich würde dann Samoa nehmen. Samoa ist weniger touristisch. Da kann man. Kriegt man noch mehr Kontakt zu den Einheimischen und das ist genauso schön. Ja, also Neuseeland, Australien, Samoa. Und wo ich aber unbedingt auch noch gerne hin möchte, ist Kanada, die USA und die Malediven. Genau. Was gibt es traditionell bei dir und deiner Familie an Heiligabend zu essen? Also eigentlich gab es bei uns immer Aal, also Räucheraal. Und dann irgendwie mit Baguette oder so. Aber da ich ja jetzt Weihnachten, da Weihnachten für mich ja jetzt wieder besonderer ist, weil ich ja dieses Jahr zu Hause bin und letztes Jahr nicht zu Hause war, durfte ich mir das Essen aussuchen. Und ich habe mir Fondue gewünscht. Als wir in Neuseeland waren, haben wir zusammen gefeiert. Und weil man in Neuseeland auch am 25., man feiert am 25. morgens und 24. abends, da macht man gar nichts. Und da haben wir aber so ein kleines Christmas-Dinner für uns gemacht und wir haben dann eben auch Fondue gemacht und wir hatten ganz viele verschiedene Dips. Und Jana hat die Dips gemacht und die waren unglaublich lecker und die haben mir so gut geschmeckt und ich mag Fondue generell ganz gerne. Ich finde es auch ganz schön, wenn man sich, wie gesagt, Zeit lässt fürs Essen. Es dauert ein bisschen und es ist eigentlich eine ganz schöne Atmosphäre. Und da muss Jana mir noch die Rezepte geben. Und dann wird es dieses Jahr bei uns Fondue geben mit Dips und leckerem Brot dazu. Darauf freue ich mich schon. Und vielleicht noch was zum Nachtisch. Vielleicht kann ich mir noch was Leckeres zum Nachtisch überlegen. Dann eine Frage von Paula. Und da möchte ich jetzt mal ganz liebe Grüße an Paula abgeben. Denn ich schreibe mit ihr ganz oft auf Twitter und sie kommentiert fast jedes meiner Videos. Also liebe Grüße an dich. Und ihre Frage ist, sprichst, träumst, denkst du noch in Englisch? Ja, das mache ich. Also vor allem, wenn ich träume und von zum Beispiel meiner Gastfamilie träume oder von Freunden in Neuseeland oder von meinen Gastkindern, dann träume ich immer auf Englisch. Und denken tue ich auf Englisch, wenn ich vorher zum Beispiel eine Serie geguckt habe, die ich auf Englisch gucke oder so.
dann denke ich danach auch auf Englisch. Oder manchmal fehlen mir teilweise immer noch deutsche Begriffe und dann kommt so ein englischer Gedanke in mir. Also das passiert auf jeden Fall schon auch her. Okay, eine Frage noch, eine Instagram-Frage noch. Die ist von Miss Pretty 1310. Was studierst du? Ich studiere Grundschullehramt und zwar in der Fächerkombi Englisch, Deutsch und Rallye. Und jetzt switchen wir ganz gekonnt hier zu den Facebook-Fragen. Da sind da nämlich auch noch 6 Stück und da suche ich mir welche raus. Und zwar ist da eine Frage von der Elaine. Ich hoffe, ich spreche eure Namen jetzt richtig aus. Wie groß bist du? Also ich bin um die 1,60, also ich schätze zwischen 1,63 und 1,65. Ich bin mir da immer nicht so sicher. Dann fragt Simon, Pläne für nach deinem Studium und was für ein Auto fährst du? Also Pläne für nach meinem Studium habe ich noch nicht so richtig. Ich weiß noch nicht, ob ich danach vielleicht erst nochmal wieder ins Ausland möchte oder ob ich dann direkt das REF mache und ob ich das REF in Deutschland mache oder vielleicht woanders mache. Da muss ich mich auch informieren, das weiß ich noch nicht genau. Aber ich habe ja noch ein paar Semester, in denen ich mir das überlegen kann. Aber es steht noch nicht ganz genau fest. Und dann hast du, glaube ich, noch gefragt, was für ein Auto ich fahre. Ne? Ich fahre kein Auto in Deutschland. Ich hab hier in Deutschland kein Auto. In Neuseeland hatte ich einen Nissan Terrano. Terrano, ja. Das war ein Truck, ein sehr, sehr altes Auto mit großen Reifen. Und es war mein erstes eigenes Auto in dem Sinne. Und es war perfekt für mich. Es war voll der Partywurst. Wenn Jana das Video guckt, weiß sie ganz genau, wovon ich rede. Ja. Und dann noch eine Frage, die lautet, wie lange kennst du schon Vanya? Kanntet ihr euch schon vor YouTube? Vanya, damit ist Kenneth Brosi gemeint. Ihren Kanal verlinke ich euch unten in der Infobox. Und da muss ich jetzt überlegen. Ich meine, das war im Juni 2012 ungefähr. Da habe ich sie nämlich mal zufällig in der Stadt getroffen. Und da war sie mit jemandem unterwegs. Ich weiß gar nicht mehr, mit wem genau. Auf jeden Fall habe ich sie da gesehen. Und ich war aber gerade auf dem Weg ins Fitnessstudio. Und hatte keine Zeit und konnte sie auch nicht ansprechen oder so. Und dann war ich mir auch nicht sicher, ob sie es war, wie das oft so ist, wenn man dann Leute sieht, die man aus Videos kennt, da ist man sich nicht so sicher, huh, ist er das jetzt oder nicht. Und da habe ich hinterher bei YouTube geschrieben, ob sie zufällig in der Stadt war und ob ich sie gesehen habe. Und dann hat sie mir zurückgeschrieben, ja, dass sie das war. Und wir kennen uns durch YouTube. Also wir kannten uns vorher nicht, aber es ist wirklich schön. Ich weiß, dass es sehr selten passiert, dass man Leute wirklich über YouTube kennenlernt, mit denen man so komplett auf einer Wellenlänge ist. Man lernt natürlich viele Leute kennen, die total nett sind und mit denen man sich gut versteht. Und es ist auch total schön, aber Vanya ist noch so eine besondere Person. Das ist wirklich eine Person, mit der ich total auf einer Wellenlänge bin und wir sind total vertraut. Und es ist schon eine sehr vertraute Freundschaft, obwohl wir uns eigentlich noch gar nicht so lange kennen und obwohl wir ja sozusagen fast ein ganzes Jahr Auszeit hatten, wo ich eben in Neuseeland war. Und ja, deswegen freut es mich umso mehr, dass wir uns so eng sind. Und dann noch als letztes die Frage, wie kamst du auf Wonderwall, also auf meinen Nickname? Ich muss sagen, da bin ich total einfallslos oder unbesonders. Und zwar bin ich darauf gekommen durch den Song von Oasis, also ganz offensichtlich. Und zwar, weil das mein erster richtiger krasser Lieblingssong war. Also ich hatte natürlich schon vorher Lieblingslieder, die ich total gerne gehört habe. Aber ich glaube, als ich angefangen habe, Oasis zu hören, habe ich so richtig darauf geachtet, wie alt war ich da, vielleicht so 14, 15, da habe ich das erste Mal so wirklich auch auf Texte geachtet und was Songs eigentlich aussagen und so weiter. Und da habe ich mich das erste Mal so richtig damit auseinandergesetzt. Dieser Song ist auch einfach seit Jahren einer meiner absoluten Lieblingssongs, sicherlich von ganz, ganz vielen von euch. Das ist ja so ein Klassiker, den man irgendwie immer parat hat, wenn irgendwie gerade ein Typ mit Gitarre da ist und man sitzt am Lagerfeuer oder so, dann ist das ja so ein typischer Song, der angestimmt wird. Also ein wunderschöner Song. Ich dachte einfach, dass das etwas ist, womit ich mich sehr identifizieren kann, weil ich diesen Song eben schon so lange mit mir trage und immer wieder höre und ja, ihn einfach sehr gerne mag. Das war's zu meinem ersten Frage-Antworten-Video. Ich habe noch jede Menge Fragen von euch. Ihr könnt mir aber natürlich noch gerne mehr Fragen stellen. Ich werde so eine Reihe, glaube ich, auch da machen. Und dann immer wieder ein paar Fragen beantworten, je nachdem, wenn es reinpasst. Wir sehen uns Freitag wieder. Ich hoffe, ihr freut euch auf Freitag. Und ja, habt noch einen schönen Tag. Also bis Freitag. Tschüss. So, das war's. Ich würde mich riesig freuen, wenn ihr bei meinem Video von Montag vorbeischaut. Habt noch einen schönen Tag und wir sehen uns Freitag wieder. Tschüss.